Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Celestial Empire, bei unserem himmlischen Empire. Wir werden natürlich hier gleich einmal wieder aufwerten, weil jetzt haben wir ja durch den Bau der neuen Entenfarm jetzt endlich mal die auf 100% Glück gebracht. Da werden wir die jetzt auch gleich aufwerten und dann schauen wir immer wieder rein, wie es denn bei uns hier ausschaut. Da heißt, du brauchst mindestens eine Menge Bauern, um das zu entsperren. Das werden aber wahrscheinlich nicht die Bauern sein, also die Bauern, sondern die Bauern, vermute ich mal. Und wir haben ja jetzt 44 Bretter. 44 Bretter kann man natürlich hier schön ausbauen. Und jetzt ist wieder Winter. Ruckzuck geht es. Könnte jetzt sein, dass hier der Marktplatz schon wieder zu weit weg ist. Genau. Brauchen wir wieder einen neuen Marktplatz. Ja, manchmal haut es hier mit den Straßen noch nicht so richtig hin, habe ich das komische Gefühl, oder? Können wir hier mal eine wegnehmen? Seltsam irgendwie, aber so ist es halt mal. Es ist ja noch nicht mal Alpha. Das Ding braucht ein Lager. Können wir ihm herstellen. Da habe ich hier nicht aufgepasst, so war einfach die Straße nicht richtig dran. Ja, da fehlt jetzt schon wieder mal Holz. Das ist halt mal im Winter immer schlecht, weil die wahrscheinlich dann viel, viel mehr Holz brauchen. Ja, da schwankt es noch gewaltig. Aber jetzt lassen wir mal hier nach vorne laufen. Jedenfalls Enten haben es genügend. Lassen wir mal ein bisschen laufen. Man sieht leider auch nicht, was das hier denn alles ist. Kann jetzt eventuell noch eine Kapelle bauen. Wir brauchen ja auch welche dann für die anderen Sachen, für die anderen Religionen. Ja, wieso natürlich das jetzt hier weniger Glaubenspunkte erzeugt als das andere, weiß man nicht. Machen wir halt hier jetzt einmal grün. Da steigt es jetzt wieder. Holz haben wir hier so unsere Schwierigkeiten, aber das ist deshalb mal jetzt. Es ist noch nichts balanced oder noch nicht so richtig, sondern nur mal der erste Entwurf, würde ich sagen. Ah, jetzt können wir hier weitermachen. Sehr schön. Haus. Können wir die auch aufwerten? Dann wird es hier schon immer besser.
scheinbar wirklich irgendwie Tee zu sein. Kupfermini-Teefarm. Okay. Ja, das ist das schon mal gut. Da kann man ja jetzt eine Teefarm hier herstellen. Bretter hat man genügend. Sie produziert Tee. Ja, ich dachte mal fast, dass die Teefarm Tee produziert. Braucht man auch Produktionsgebäude? Tut sich hier was? Ja, da tut sich was. Tatsächlich. Da gibt's hier Tee. Ja, mal hier die Straße runterziehen, da entlang. Könnte man noch eine zweite Teefarm basteln. Auch der Warenhaus. Wie schaut's aus mit dem Warenhaus? Sehr gut. Und auch die Straße ein bisschen raufziehen. Da braucht er kein Warenhaus. Dank der Straße, denke ich mir mal. Genau, kann er jetzt auch herstellen. So, jetzt schauen wir uns die mal an. Müssten ja dann gleich Tee bekommen. Und. Ja, wieso das hier so schwankt, das kann ich leider nicht sagen. Tongrube und Keramikmanufaktur. Schauen wir mal jetzt. Tongrube. Wo hier denn Ton wäre? Ah, da bewegt sich was. Ja, weil wir keine 15 Bretter haben. Und was ist das hier? Da braucht man dann auch nochmal 10. Und dann wäre natürlich langsam aber sicher dann auch die Werkzeugschmiede mal wichtig. Okay. Ja, so geht's vorwärts. Schon Tee drin. Bretter werden gesägt. Und da sieht man es ja. Tee ist noch keins auf Lager, aber ich schätze mal, die fahren jetzt hier den Tee nach hinten ins Lager. Werden wir gleich sehen. Ob sich dann was tut. Ja, jetzt haben wir Tee. Und jetzt schauen wir auch einmal unsere Bürger an. Genau, jetzt passt es auch. Da sind sie jetzt einigermaßen zufrieden. Hat sich mit der Religion, das schwankt auch schon wieder mal. Könnte man jetzt noch eine vierte Kapelle herstellen. Und das haben wir ja jetzt nur, halt falsch, nur die roten fehlen noch. Das springt jetzt auch so mal leicht ins Plus. Okay. Also Tee passt. Jetzt geht es auch nur mal um die Keramik. Erstmal Ton.
Einige Minen können nur an bestimmten Orten platziert werden. Okay. Mir fehlt natürlich das Warenhaus, aber jetzt müssen wir mal schauen. Keramikmanufaktur benötigt Ton. Ja, da tut sich jetzt noch nichts, weil es bei Lager fehlt. Werden wir jetzt einmal. Ah, jetzt können wir mal wieder ein bisschen langsam machen. Lager können wir bauen. Vielleicht ein bisschen. Okay, da geht es jetzt mit dem Ton los. Der gute Ton. Ja, Tee ist dann trotzdem auch schnell wieder verbraucht. Sollten wir das hier noch verbinden? Form. Vielleicht auch hier noch irgendwo ein Lager herstellen. Heute können wir noch mehr ausweiten. Noch 117. Haben wir es jetzt? Jetzt haben sie 120. Nicht, dass es da genauso ist, ne? Da haben sie 120. Es passt soweit. Aber wie schaut es jetzt da aus? Ah, da ist schon Ton. Sehr gut. Haben wir denn einmal 10 Bretter? Haben wir noch nicht. Ah, jetzt haben wir 10 Bretter. Na, da holen sie den Ton wieder ab. Wie gesagt, das ist mir noch ein bisschen ein Rätsel hier. Mir ist klar, wenn das nach oben steigt, aber ich kann ja hier doch keine 20 Kapellen basteln. Das wäre doch ziemlich unrealistisch. Da werden wir vielleicht mal hier unser Ding ein bisschen erweitern. Unseren Ort. Bretter haben wir ja nicht, braucht man nur zwei. Bin ja schon gespannt, wie es dann ist mit der Keramik. Jetzt schauen wir mal hier. Ja, da fehlen überall jetzt Bretter, da braucht man jetzt für jedes die Erweiterung Bretter. Und die brauchen eigentlich nur mehr Keramik, dann könnten die auch wieder höher leveln. Werden wir jetzt mal die auch nach oben ziehen. Zack. Und jetzt haben wir wieder genügend Bretter, können wir mal hier wieder ein paar Häuser bauen. Zweimal, dreimal, viermal. Sehr gut. So, jetzt schauen wir mal hier rein. Langsam aber sicher müsste doch Keramik hier irgendwo rauspurzeln. Da ist jetzt schon zweimal drin. Aber auf Lager ist noch nichts.
Ton haben wir jetzt hier auch nichts, aber da hat er ja da noch 11 drin. Jetzt warte mal ab, bis er hier das abholt. Jetzt hat er es abgeholt. Jetzt schauen wir mal hierher. Ah, jetzt geht es hier auch aufwärts. Aber da ist hier jetzt noch irgendwas, verhindert. Ja, vielleicht ist er auch noch nicht drin in der Demo. Lass mal jetzt mal wieder ein bisschen flotter laufen. Machen wir das nächste jetzt, den Brunnen. Er schützt nahegelegene Gebäude teilweise vor Feuer. Ja, ist doch gut. So, und dann sind unsere Werkzeuge weg. Da will ich jetzt die letzten Werkzeuge jetzt nicht verbraten. Aber ich denke mir, es gibt dann vielleicht schon mal irgendwo die Möglichkeit, Werkzeuge zu kaufen eventuell. Aber da ist es jetzt nicht so weit. Ich denke mal, jetzt haben wir uns hier einen guten Eindruck verschafft, was das Spiel ist. Ich glaube, ich habe Potenzial, ist ja ähnlich wie, oder sagen wir mal, wie Anno. Natürlich jetzt wenig drin, aber so jetzt schon ganz nett eigentlich gestaltet. Mal etwas aus Asien. Wer will, kann ja mal auf Steam reinschauen und vielleicht mal selber die Demo ausprobieren oder das Spiel auf die Wunschliste setzen. Ich jedenfalls danke ich euch fürs Zuschauen. Schauen wir mal zur nächsten Demo, wenn ich mal wieder eine finde. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.